Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Heute geht es um die Tagebücher des Geschichtenerzählers. Das vergiftete Tagebuch, das geschundene, das erfrorene und das finstere Tagebuch des Geschichtenerzählers. Diese gibt es im Zen-Markt zu kaufen für 1500 Zen. Kann man sich ein Artefakt-Wahlpaket des Geschichtenerzählers kaufen. Und wie der Name so schön sagt, Artefakt-Wahlpaket, es ist nur eines, was ihr denn wählen könnt für 1500. Wollt ihr also alle vier haben, sind das schon mal 6000 Zen, die ihr dafür braucht. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Gutscheine liegen und bezahlt nicht den vollen Preis. Und diese Tagebücher sind Artefakte mit Grundwerten verschiedenster Art und ein Verwenden-Bonus. Das ist meistens so ein Schaden zufügen, aber der ist eigentlich gar nicht das, warum man sich so diese Tagebücher holt. Klar, der Schaden ist schon ganz ordentlich, aber dann gibt es erhaltene Geschichten und da muss man halt noch Seiten reinpacken, um diesen Zusatzbonus zu haben. Eine Geschichte über das Gift gewährt eine stapelbare Wirkung, die jedes Mal Schaden verursacht und erweitert wird. Nach 15 Sekunden wird der nächste Angriff zusätzlich 5% Waffen Schaden, multipliziert mit der Anzahl an Stapeln, ihr betäubt eure Feinde in einem Umkreis von 25 Metern, ihr beschwört eine Projektion von Chatilifax, die halt Giftschaden macht und das Ganze fünfmal noch stapelt und am Ende explodiert und Aktionspunkte zu gewinnen, aber dafür braucht ihr halt noch Seiten, um diese Bücher aufzupimpen und diese zusätzlichen Bonuses zu haben und habt ihr drei Bücher, also drei Artefakte, ein Artefakt-Set, kriegt ihr hier nochmal einen Set-Bonus. Bei zwei Teilen erhöht sich die Kraft um 0,5% und die maximalen Trefferpunkte um 5000. Und pro Buch wird dieser Bonus nochmal oben drauf gepackt, also erhöht sich jeweils pro ausgerüsteten Buch. Bei drei Set-Teilen schlagt ihr bei einem kritischen Treffer noch einmal zu und verursacht nochmal einen Waffenschaden und drauf. Waffenschaden gibt es nicht mehr, aber nochmal so einen Grundschaden von einer gewissen Schadensstärke obendrauf. Zwei Set-Teile erhöhen alle eure Attribute um plus 1 und eure Kräfte haben eine Chance, zusätzlichen unwiderstehlichen Schaden in Höhe von 10% eures Waffenschadens hinzuzufügen. Unwiderstehlicher Schaden kann nicht geblockt werden, geht 1:1 durch. Also habt ihr hier schon mal ein Artefakt-Set mit einem sehr coolen Bonus. Und dann gibt es ja noch das Artefakt-Set über das dementsprechend vierte Artefakt und Hüfte und Hals. Und somit habt ihr gleich zwei Artefakt-Sets gleichzeitig aktiv. Deswegen sind diese Tagebücher-Sets so beliebt, weil man gleich zwei Artefakt-Sets parallel spielen kann und darf. Und jeweils, welche Seiten ihr noch zusätzlich reingepackt habt, ist halt, wenn ihr es anwendet, dieses Artefakt, also als aktives Artefakt habt und tatsächlich denn aktiviert, kommen halt diese Seiten zum Tragen, die halt noch zusätzlichen Schaden machen, Schaden erhöhen, den erlittenen Schaden verringern und. Das aber dann natürlich nur bei eurem aktiven Artefakt. Die Frage ist halt, welches dieser Tagebücher wollt ihr aktiv spielen? Die meisten nehmen das vergiftete und das erfrorene Tagebuch des Geschichtenerzählers inklusive aller Seiten und die anderen werden meist nicht mit Seiten ausgerüstet, weil diese fast nie aktiv gespielt werden. Solltet ihr sie aktiv spielen wollen, müsst ihr auch diese mit Seiten ausstatten. Die Seiten wiederum gibt's im wundersamen Basar zu kaufen. Immer nur temporär für eine bestimmte Zeit. Da liegen diese Seiten, jede Seite 200.000 Astral mit Rabatt und VIP und so weiter, 150.000 Astral, aber es sind ja schon 5 Stück, die ihr in ein Artefakt-Tagebuch packen könnt, also das ist schon eine ganze Menge und die Bilder und die Titel sagen euch halt auch, welche Seiten für welches Tagebuch es sind, muss man sich so ein bisschen immer reinlesen. Und das kann insgesamt halt auch sehr, sehr teuer werden. Es ist natürlich ein cooler Bonus, zwei Artefakt-Sets gleichzeitig zu spielen, aber der Preis ist schon ganz ordentlich. Dann würde ich sagen, wenn ihr die Kohle habt, dann viel Spaß beim Shoppen. Wenn nicht, dann es gibt auch gute andere Artefakte und man muss dieses Set nicht spielen. Es ist halt nur gern genommen, weil es halt noch einen doppelten Artefakt-Bonus gibt. Ich wünsche euch was, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!